I'm bored. Let's do something else. I got this book. My dad gave it to me. Ja, servus, hallo zum neuen Video aus der Sudküche. Nach dem Video gestern habe ich viele Nachrichten gekriegt, wie es aktuell um die ganzen Projekte aussieht. Ne? Also, was da im Moment damit ist. Das will ich jetzt mal auf den neuesten Stand bringen. Wir fangen ganz vorne an beim Gustav. Das ist der gelbe CS-Coder. Da kann ich mal Bild inblenden. Da gab es lang Probleme, den Weg zu finden, weil das Auto, als der Markus das Kauf hat, war es alles andere wie ein Auto, was funktioniert. In der Playliste von Gustav ist ja drin, wie ich den kompletten Innenraum neu mache, Kabelbaum, alles drum und dran, dass das alles wieder CS-Kona ist. Dann kam das Problem mit dem Fahrwerk. Wir haben jetzt endlich das komplette Fahrwerk. Wir haben jetzt auch die passende Federbeine. Jetzt fehlen nur noch N-Swed-Lehndele. Das muss alles gepulvert werden. Und dann geht das Fahrwerk in der Gustav drin. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Auf dem Drehmoment sind wir ja hingegangen, haben vom Gustav die 9x16er oder 7,5x16, ich glaube 9x16 runtergeholt. Da war 250, 40, 16 drauf. Die haben wir abgezogen, die habe ich mit dem Evo auf dem Burnoutplatz kaputt gemacht. Markus wollte sowieso die Felge neu pulvern, aber jetzt haben wir das Problem. Ich blende es kurz in. Sieht scheiße aus. Ich weiß jetzt nicht, wer das reparieren kann. Ansonsten kann man die Felge wegschmeißen. Das heißt, eigentlich jetzt in der nächsten 1-2 Woche wäre es fertig. Und dann ging das Auto auf den TÜV zur Abnahme. Aber jetzt ist wieder das Problem mit der Felge. So, aber dort wird das Ende wird kommen. Und sobald alles fertig ist, mache ich ein Video am Auto und erkläre ich euch das alles. Dann geht es um den rote 60V von Frank. Der steht nach wie vor bei Markus. Also das ist ein anderer Markus. Das ist der Markus mit der Hexau. Ich habe mir das Auto gebrungen, als ich mit der Garage umgezogen war. Und zu der Zeit konnte ich bei mir in der Garage noch nicht schweißen. Dann haben wir uns letztes Jahr auf Bergrennen in Homburg getroffen. Und hin und her erzählt und auf jeden Fall hat er gesagt, es ist kein Problem, wenn ich es nur noch bringe, die Teile mitbringe, schwäße in. Gesagt, getan, jetzt steht das Auto dort unten, ich muss demnächst wiederholen. Der Radlauf ist noch nicht ingeschwäßt, der Rest hat er ingeschwäßt, weil der Radlauf, den ich schon gedengelt habe, hier ist mein Bild, hat er gesagt, ich weiß nicht, ob er es hinkriegt. Dann habe ich gesagt, pass auf, ist kein Problem. Wenn dann nicht weh, ob es funktioniert, lass es, ich mach's dann, weil für mich ist es kein Problem. Und ich denke, demnächst gehen wir, sobald ein bisschen Luft ist, gehen wir dann eine 60V von Frank hole. Und spätestens, sage ich mal, zum Jahreswechsel, denke ich, wird es dort auch wieder ein Update geben. Was haben wir noch? Der A-Corser. A-Corser steht nach wie vor, hier mal ein Bild, steht der bei mir entweder vor der Haustür. Oder er steht auf dem Platz, wo ich meine Autos habe. Und ja, aktuell habe ich ihn wieder abgemeldet, weil ich das Auto so eigentlich gar nicht mehr fahre. Nicht, weil ich es nicht fahre will, sondern weil ich sah, mit dem ganzen Verkehr, allem drum und dran, ich habe ihn ja schon mal kaputt gefahren gehabt, ich selbst. Und wenn mir jetzt jemand ins Auto rinfahren würde, ist nicht so einfach. Und ich würde gerne noch ein paar Sachen frisch machen. Ne? Vom Corsa ist mal hier ein Bild. Der Lack ist mittlerweile auch ziemlich schlecht, weil er die ganze Zeit raussteht in der Sonne. Was jetzt kein Ding ist. Ich weiß es ja, ich lasse ja draußen. Das sind Autos, die sind dort dafür da, für was ein Auto ist. Ne? Also nicht in die Garage rennen und zudecke und nur bei schönem Wetter raushole, wenn man irgendwo hinfahre für irgendeine Treffe, für Pokal zu kriegen und dann wieder heben in die Garage. Und fertig, nee, bei mir werden die Autos wirklich so benutzt, wie ihr Auto sein soll. Und Corsa hat im
als Ledger so komplett neue Hinax kriegt, komplett alles neu entlackt, gepulvert, Bremstrommel, Bremse, Handbremse, alles drum und drum, nagelneu. Als nächstes habe ich geplant, dass ich den Motorraum genauso wie den Mona alles emo neu und frisch machen will. So. Und ich denke, dann wird der andere mal neu lackiert. Was haben wir dann? Die Mona. Die Mona steht im Moment immer noch, hat immer noch den Motorschaden. Ich habe immer noch nicht den Motor fertig gemacht, wo ich gebrummt habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er geäsert. Das ist peinlich. Ich bin im Moment gerade dabei, so nebenbei zwischendurch, ein Umbaukit zu bauen für Beas Kona oder B-Manda für hydraulische Kupplung mit deiner F, nee, mit deiner R25 und R28 Getriebe. So, das zieht sich noch ein bisschen, aber ich komme langsam auf den Punkt, wo ich sagen kann, der erste Prototyp wird auf jeden Fall bald kommen, weil ich ja die Mona zuerst mal auf hydraulische Kupplung umbauen will. Und das Ganze wird dann so gebaut, dass es eigentlich Plug and Play ins Auto rein kann. Entweder der Halter für das Ganze tut man Innenschraube mit Dichtung, oder man sagt, pass auf, ich mache mir Löcher drin und mache Lochschweißung und schweiße das Ganze drin. Ist jedem selbst überlassen, aber mein Plan ist, dass man das so von mir bekommen kann. Was haben wir noch? Dann haben wir was hier ganz neu, die Dana. Die Dana ist der zweite Beas Kona, der in die Sudküche gekommen ist. Ist ein richtig geiles Schmuckstück. Leider vorne die Tür vom Unfall hat ein bisschen das Blech kaputt. Kotflügel habe ich vom Wolfgang geschenkt gekriegt. Mir fehlt noch vorne die 80er, 81, 82er Plastikstoßstangen. Die muss ich noch besorgen. Kleinkram, was noch ist. Mittlerweile haben wir komplettes Fahrwerk mit Konidämpfer. Wir haben Felge für drauf. Dann haben wir jetzt Lenkradnaht. Lenkrad habe ich sowieso. Dann bin ich dabei, gerade die Scheinwerfer auseinander zu bauen, alles sauber zu machen, das graue Plastik schwarz lackieren. Weil das kriege ich nicht mehr sauber. Das ist so dreckig und dann das Lack hier schwarz, mach's rin und dann leuchte oder wirke die Lampe mit dem schwarzen Hintergrund ein bisschen besser. Der Name kommt von Daily Ascona, ne, weil die Mona ist ja Mai Ascona, deswegen Mona. Und Daily Ascona ist die ersten zwei Buchstaben von Daily und die letzten zwei von Ascona, deswegen Dana. Und das wird so mein Daily. Was Motortechnik noch kommt, weiß ich nicht. Ich hätte ja gern den Motorraum identisch wie in der Mona. Das heißt, alles genauso gepulvert, gleiche Farbe, gleiche Umbausache, alles drum und dran, aber alles noch Zukunftsmusik. So, was haben wir noch? Der Omega. Kurz vor Hockenheimring, da ist immer ein Bild, sind die Felge noch in Getraver, dass man mit der Felge auf der Hockenheimring fahren könne. Und letzte Woche, ja, letzte Woche habe ich Seitentür und Seitenteil Fahrerseite neu lackiert. Da wird jetzt demnächst die Fahrertür und Kotflügel auf der Fahrerseite lackiert, dann Haupt, dann geht es immer drumherum. Ladies sowieso, kennen wir ja. Da ist im Moment gar nichts geplant. Was haben wir noch? Ganz wichtig, der Evo. Der Evo. Da muss ich gucken, dass ich ein Blatt baue, ne? Weil der hat ja das Airride, was mit Magnetventile und so weiter gesteuert wird. Da will ich mal ein Blatt bauen, wo richtig alles schön in den Kabelbaum geht, nicht wahllos im Kofferraum leid. Aber es hat ja mir so auf die Schnelle gebaut wäre, dass es funktioniert. Und es funktioniert. Natürlich geht jetzt alles mal langsam in die Richtung, wo man sagen kann, mir plane jetzt die Hinterachse zu machen für ein Setup, weil die Hinterachse hat keine Spurstange. Das merkst du extrem beim Fahren. Die Spur vorne ist überhaupt nicht eingestellt und auch kein Sturz oder sonst irgendwas. Einfach nur, dass das Auto auf 0 Bar steht, rollbar ist. Das habe ich gebaut. Und der Auspuff ist alles andere wie legal. So, was haben wir noch? Jo. Vor
zwei, drei Wochen haben wir wieder ein bisschen Zuwachs gekriegt für die Sudküche. Ich habe durch dummer Zufall ganz günstig bin ich ans WD-Kader dran gekommen. Dann habe ich gesagt, Wolfgang ist für mich wie ein Bruder, also ist es mein Bruder, ne? Das ist für mich so, der die ganze Jahre hinter mir steht, mich unterstützt und das Ganze bedingungslos. Und da habe ich gesagt, pass auf, Wolfgang, du helfst mir immer so viel, du bist da, egal was ist. Und von denen zu weh, suchst du dir denn aus, wo du willst, egal ob es jetzt so besser ist oder nicht, das ist komplett egal. Und ja, von denen zu weh ist, ich weiß nicht, ob ich rot-schwarz sein soll. Das ist der D-Kadett für den Wolfgang und das andere ist der D-Kadett für die Sudküche. So, Sudküche. So, dann, was viele wissen wollen, ist, was ist mit dem Pickup? Pickup hat ja müsse, wie soll ich sagen, verstaut werden. Das haben wir gemacht beim Wolfgang an der Wand. Und da die Optik so geil ist, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das ist meine Idee. Und da die Optik so geil ist, habe ich gesagt, dann lassen wir da hängen. Das sieht richtig geil aus, so wie mir eine aufgehoben kann. Wenn ich an der Pickup gehe, hole ich neue A-Corsa und mache das Ganze neu. Was ich halt bestimmt dann als schwierig herausstellt, kompletter A-Corsa zu bekommen. So, was haben wir noch? Wir haben den Vergessene, der ist mittlerweile wieder vergessen. Dann haben wir noch das GSI Cabrio, was aktuell beim Frank steht. Wir haben nochmal GSI, aber in Top-Zustand, der aktuell beim Flo geparkt ist. Was haben wir noch? Ich glaube, mir haben sie fast alle. Ah, der weiße GSI vom Wolfgang, der steht A im Moment als Rohkaross und sind alle Teile dort für dann fertig zu machen. Da ist es nur nicht weitergegangen, weil das Ganze mit der Garage hat mir so umziehen. Und manchmal ist es nicht einfach. Der Wolfgang ist dann, man, hat er Tage dabei, da will er lieber der Ascona fahren, also sei Leila. Dann hat er wieder lieber deine GSI, aber ist nicht schlimm. Na, das machen wir alles. Wir gehen demnächst hier und tun der GSI komplett umbauen auf Pontiac Le Mans Optik. Und ja, für den Rost wegzumachen, nehmen wir die Karosse, wo der Wolfgang mir damals geschenkt hat, vom Pontiac, weil die ist rostfrei, allerdings kommt man nicht an Papiere dran. Ja, ich denke, das war jetzt, glaube ich, alles. Wenn jetzt noch Frage übrig sind sollte, schreiben Sie ohne in die Kommentare, dann kann ich drauf eingehen. Ich denke, die Tage, wenn wir uns dann im nächsten Video sehen, was kommt, weiß ich nicht. Das ist bei mir immer so ein bisschen spontan. Ich denke aber, dass ich jetzt in der nächsten Zeit vielleicht mal die Kupplung von der Mona angehe. Dann kommt hier noch das ganze Carbon. Hier mal ein kleines Bild. Was hier noch die Chromleiste, alles in Carbon kommt. Ja. Genau. Und im Winter geht es dann ans Fake M3. So. Ich denke, beziehungsweise ich hoffe, ich habe alles erzählt, erwähnt. Und ja. Das wollte ich euch einfach nur sagen, der aktuelle Stand, damit das jeder weiß und ich nicht immer die Kommentare schreiben muss. Ne? So, deswegen, das ist der aktuelle Stand von allen Autos. Wenn was Neues kommt, weil ich ja nicht alles filme, dann mache ich dann wie jetzt so ein Video, wo ich das dann sahen, zeige oder erkläre. Ja, das war's von heute. Wenn es euch gefallen hat, es teile, like, abonniere nicht vergesse und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.